Leute, mein PC ist gehackt. Wait, seht ihr den Smiley Face? Oh, oh mein Gott. So, okay, alles klar. Ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal direkt das Spiel. Okay, das war ein sehr nicer Sound. Alles klar, Leute, let's go. Heute spielen wir nämlich das Spiel 98XX und das Ganze soll irgendwie eine Art Horrorspiel sein. Ich würde sagen, wir checken das Ganze ab und gehen mal... Alter, das sieht einfach aus wie Windows XP. Freunde, ich bin einfach damit aufgewachsen. Wer auch Windows XP hatte, der schreibt es mal in die Kommentare. Okay, warte, wir haben 8.52 Uhr. Wait, das ist die Uhrzeit, wo ich gerade aufnehme. Und es ist der 12. Juni 2023. What? Okay, nicht, dass dieses Spiel meinen PC hackt, aber ey, ich habe meinen eigenen PC gerade installiert hier. Das ist mein neues Betriebssystem, Freunde. Ab sofort, Videos werden hiermit geschnitten und gedreht. Okay, was haben wir hier? Oh. Okay, wir haben noch nicht so viele Apps, Leute. So, weg damit. So, was haben wir hier? Pixel Paint. Oh mein Gott. Okay, das ist cool. Ich kann hier einfach zeichnen, was ich will. Ich weiß gerade nicht, was ich zeichne. Okay, wegradieren. Weg damit, weg, 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 weg. Alter, das ist ein ziemlich interessantes Konzept von einem Horrorspiel. Was ist das? Puzzle. Okay, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das hier benutzen soll. Aber by the way, können wir nochmal ganz kurz hier Windows XP, den normalen Homebildschirm zeigen? Gegenvergleich das hier. Es sieht fast 1:1 aus. Diese Taskleiste. Okay, den Baum hatten wir jetzt nicht, aber wir hatten diese grüne Wiese. Es war einfach so eine schöne Zeit, Leute. Es war einfach eine unbesorgte Zeit. Was haben wir hier? JumpingJulian.exe. Okay, dann würde ich sagen, let's go, Leute. Auf geht's. Starten wir mal Jumping Julian. Oh mein Gott, okay. Oh. Okay. Alles klar, Leute. Alter, das Spiel des Jahres. Jumping Julian. Ich würde sagen, let's go. 1998? Das ist so um die Zeit herum, wo Windows XP, glaube ich, noch gar nicht draußen war, oder? Okay, hi Julian. Alles klar, ich spiele mit dir gerne. Oh, okay. Wie soll ich dich denn bewegen? Oh, man bewegt den noch mit den Pfeiltasten. Das waren noch Zeiten, wo man nicht mit WASD gespielt hat. Okay, so. Oh, alles klar. Okay, let's go, Freunde. Nice. Ich meine, ich war früher der Pinball-Typ in Windows XP. Also, Leute, wer Pinball nicht kennt, auf Windows XP, der hat echt eine Zeit verpasst. Let's go! Yes! Let's go! Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, das sieht ein bisschen schwieriger aus, Julian. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin, Bruder. Kriegen wir entspannt hin. Vorsicht, komme ich da durch? Leute, Tricky Jump, zerstört jetzt den Like-Button und wir schrappen den Sprung. Let's go! Okay, let's go! Nice! Next Level. Okay, Level 3. Okay, das sieht ein bisschen schwieriger aus. Triple Jump. Komm schon. Yes! Let's go! So, entspannt. Yes, okay. Weiter geht's und wir haben's. System Error. Fatal Exception has occurred. This was called from irgendeiner Datei. Es könnte sein, dass es funktioniert, weiterzuspielen. Drücke irgendeinen Key, um weiterzuspielen. Habe ich gerade ein Virus bekommen auf meinem Computer? Ich drücke jetzt mal ein... warte, es startet neu. Okay, welcome. Da sind wir wieder zurück. Ey, yo, was ist das bitte? Da würde ich sagen, gehen wir mal wieder rein ins Spiel, oder? Okay, das war weird. Aber ey, das Spiel hat sich gemerkt, wo ich meine ganzen Apps hingeschoben habe. Wait, ich kann nichts drücken. Oh mein Gott, der kommt dort von dem Baum. Ey, was machst du hier? Okay. It seems that a problem has occurred. But do not worry, as I have fixed the game and made it even better. Was? Du hast das Game gerade gefixt und es noch besser gemacht? Bro, was machst du hier auf meinem Desktop? Das erinnert mich an... Was soll ich zu fragen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Es ist etwas, woran ich lange gedacht habe. Egal, lass uns das Spiel spielen. Ey, er hat das Spiel einfach so gestartet. Ich konnte nichts machen. Warum? Okay, das ist weird, Leute. Das ist gruselig. Okay, ich weiß nicht so richtig, ob ich das weiterspielen möchte. Also Jumping Julian, vielleicht lieber... Ich weiß nicht, vielleicht GTA 6 oder so. Ah, wisst ihr was, Leute? GTA 6 hat keine Chance gegen diese Grafik. Eine neue Challenge! Oh, okay, was sind diese Kugeln da? Okay, ich glaube, Leute, die sollte ich mal nicht berühren. Was passiert, wenn ich die berühre? Ich würde es mal echt interessierend wissen. Was passiert, wenn mich die Kugel berührt? Hey, die ist mir gerade aufgewischt. Au. Oh. Also ich spawn einfach wieder am Anfang des Levels. Zack, let's go. Hui, oh mein Gott, das ist knapp gewesen. Oh, okay, Alter,
Komm schon, ich schaff das. Ich schaff das. Yes! Let's go. Nächstes Level. Das ist eine richtige Challenge. Junge, Alter, Spiel des Jahres, sage ich euch. So. Oh mein Gott, ist das eine Challenge. Ich hab's einfach First Try geschafft. Das Ende ist nah, aber es ist so weit weg. Oh! Ja! Let's go! Ey, nein. Ey, Leute, ich bin doch gerade durch das Level gekommen. Okay, man kann angeblich das Spiel weiterspielen, egal. Leute, ich glaube, ich habe ein Virus auf meinem Computer. Ich sag's euch, wenn dieses Spiel mein Virus, mein Computer wirklich mit Viren versorgt, dann werdet ihr es bald merken. Welcome, Robert. What? Leute, das ist der Name von meinem Computer. Der ist einfach Robert. Das ist weird. Okay, das ist sehr merkwürdig. LOL, da ist ein Mann hinten im Hintergrund. Okay, ich würde... Error. Hey. Hump. Habt ihr das Klopfen gerade gehört? Kam das von hier, oder? Ich habe keine Ahnung, wo das Klopfen herkam. Alter, es funktioniert hier gar nichts. Yo. Mister, ich weiß nicht, atmen Sie gerade? Ist das ASMR? Okay, Bro, wo kommt das her? Oh oh, yo. Hallo? Hey. Was? Tod kommt unerwartet. Was? What? Was? Oh mein Gott! Hä? Leute, mein PC ist gehackt. Wait, seht ihr den Smiley Face? Hä? Oh, oh mein Gott! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, Leute, diese Musik. Man hört immer so, oh, das ist so eine schöne Musik. Das erinnert mich ein bisschen an Windows. Windows, kennt ihr? Gibt es den Sound in Windows? Aber nicht in XP oder so. Ich rede von 98 oder so. Oh nein, ich will nicht mehr rein. Nein, 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 nein. Okay, es ist alles wieder normal. Alter. Bruder, können wir vielleicht die anderen Apps mal auschecken? Was haben wir hier? Surfsur. So, suchen Sie eine Webseite. Okay. YouTube.de. Error, funktioniert nicht. Wait, das Ding bringt mich auf eine Webseite. Miris.com. Miris Inc. hat die Welt bei Sturm erobert, indem sie einen neuen Computer, den 98XX, vorgestellt haben. Okay, es scheint wirklich ein revolutionäres Produkt zu sein. Aber das ist die Webseite, die wir hier gerade hatten. Was steht hier? New Game Takes World by Storm. 24. Juni 1998. In den letzten Monaten ist ein neues Spiel, da hat das Internet bei Sturm erobert. Die ganzen Kinder und Erwachsenen lieben es. Also zu meiner Zeit, Leute, da war es halt Moorhuhn. Da hat jeder Moorhuhn gespielt. Kennt ihr Moorhuhn? Also das ist halt so ein Typ, der einfach Hühner schießt und das war, man hat versucht, den Highscore zu knacken. Jeder in meiner Familie hat es gespielt. Jumping Julian, created by Dreamer Studios und von John Mookford gemacht. Ein Plattformerspiel, das die populär Popularity, das ist eine 7. Okay, warte, ich kann die aber nicht antippen. Okay, das scheint sehr weird zu sein, Freunde. Ich bin mir sicher, wir haben etwas noch nicht herausgefunden. Hier gibt es verschiedene Websites. Und es gibt angeblich sehr, sehr viele Easter Eggs und geheime Enden. Wir sind noch lange nicht vorbei. Also, wir gucken mal nach. Bob Carter. Okay, Bob Carter, ich glaube, das ist derjenige, der Razzi Inc. gemacht hat. Mit denen hat er diesen Computer entwickelt. Blablabla. War das eine 1? Oh mein Gott, man kann die antippen. Okay, falls ihr den Text auf Englisch heute euch lesen könnt, dann lest ihn euch gerne durch. Kein Thema. So, 2, 3. Okay, ich habe 1, 2, 3 getippt, aber was passiert jetzt? Haben wir noch was anderes? Videoplayer. Ich habe keine Videos installiert. Das mysteriöse Verschwinden von Jason Storm von Razzi Inc. Oktober 22, 1998. Anfang Oktober 1998 ist Jason Storm, der Mitarbeiter von Razzi Inc., verschwunden unter mysteriösen Umständen. Er war ein sehr, sehr junger Ingenieur, also Entwickler, wurde das letzte Mal im Warenhaus von der Firma gesehen, als er an einem neuen Projekt gearbeitet. Er failed. Oh, da ist eine 1. Da ist eine Fall 1. Oh, bitte tut das nicht. Bitte tut das nicht. Please. Bitte. Alter, ich krieg Gänse. Seht ihr das? Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Okay. Da ist eine 1. Okay, ich tippe einfach mal auf die 1. Also er ist verschwunden, Leute.
1. So, blablabla. Man denkt, es hat sich irgendwas mit einem Spiel zu tun, das eine Mail-Function hatte, also gebuggt ist. Oh mein Gott, nicht, dass ich gleich auch verschwinde. 2. Okay, es handelt sich wirklich um dieses Ratzi, um dieses Jumping Julian-Spiel. Wo ist die 3? Ich suche die 3. Wo ist die 3? Leute, ich suche immer noch verzweifelt nach der 3. Oh, da. Da ist die 3. So, ich hab's gefunden. Okay. Oh, der Aufstieg und Fall von Jumping Julian. Jumping Julian. King Julian. Marisha, meiner Fuscher. Eine cautionary tale of game development. Okay, also eine sehr, sehr komische Erzählung von einer Videospielerzählung. Ja, Leute, Game of the Year, sage ich euch. Guck mal, die Artikel zu dem Spiel sind schon da. Aber zu GTA 6, da sehe ich noch keine Artikel. 12. August, okay, so. Ja, das, der Erfolg kann sehr flüchtig sein. Alles mögliche, bla. John Mackford hat quickly... Ey, Leute, bitte tut das nicht. Wer atmet denn hier? Tanzverbot, bist du das? Drehst du schon wieder ein neues ASMR-Video? Bitte mach das nicht, okay? Okay, ich tippe einfach mal auf die Zahlen. Warte, 1, 1, 2. Und wo ist die 3? Wo ist die 3? Die 3 ist so schwer zu sehen, weil die sieht halt wirklich wie ein E aus. Oh, da ist sie. Okay, so. Alles klar. Der Outbreak. Was, es gibt einen Ausbruch bei Ratzi Inc. November. 10. November. Okay, also es gibt viele, die dieses Spiel gespielt haben. Und viele von denen haben sich selbst... Okay, ich habe das Spiel auch gespielt. Muss ich mir Sorgen machen? Ich glaube schon. Ich tippe mal auf die Zahlen. 1. Ich sehe schon mal die 3, aber die 2 sehe ich noch nicht. Tanzverbot! Tanzverbot, ich habe doch gesagt, du sollst mir nicht ins Ohr atmen, okay? Mein Gott, gibt's nicht. Da kann doch nicht, da kann's echt nicht lassen. Boah, okay, Leute. Ich glaube, die Firma wurde zerstört durch dieses Spiel. Das Spiel hat auch sehr, sehr viele Menschen erledigt. Ah, da ist sie. Und die 3. Okay, was passiert jetzt? Ratzi Inc. wurde geschlossen nach diesen Vorfällen im Dezember. Boah, Ratzi Inc. soll das irgendwie eine Anspielung an Windows sein? Oh, das ist schon gruselig. Die ganz große Firma, die für innovative Designs und perfekte Technologie steht, ist geschlossen worden. Alter, okay. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, dann lest euch das mal durch. Downloading Video? Was für ein Video? Leute, es wurde angeblich ein Video runtergeladen. Meint ihr, wir sollen das abchecken? Was soll schon passieren? Ich glaube, ich klicke einfach auf Play. Soll ich auf Play drücken? Schreibt es in die Kommentare. Soll ich auf Play drücken? Ja oder nein? 3, 2, 1 und... da ist ein QR-Code. Wait. Ich scanne den mal ein. Ey, der will, dass ich eine Datei runterlade. Der will, dass ich hier Zahlen runterlade. What? Das sind, glaube ich... Kann ich die auch kopieren? Ich will das nicht. Oh ja, man kann die Zahlen kopieren. Das ist weird. Okay, ich habe es jetzt kopiert und ich google da einfach mal hexadämische Zahlenübersetzer. Lol, bei mir kommen einfach nur Einsen und Nullen raus. Also 101011. Wie soll ich das denn übersetzen? Es kommt immer das Gleiche raus. Es kommen immer die Einsen und Nullen. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen kann, aber das ist weird. Das muss ich sagen, Leute. Definitiv weird. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt versucht, ein bisschen Hilfe zu holen. Und zwar habe ich nachgeschaut, welche Symbole man eingeben kann. Und es gibt tatsächlich ein Symbol, das hier funktioniert. Wenn man jetzt folgendermaßen macht. Kreis, Dreieck, Dreieck, dann wieder Kreis, dann hier, dann Kreis, dann das. Und jetzt muss man hier drauf tippen. Dann passiert Folgendes. Und... Oh mein Gott. Okay, noch ein QR-Code. Aber ey, was ist das? Das ist noch ein QR-Code. miqr.com. Ah, ey, da ist immer eine Werbung drauf. Warum? Warum ist da... Es führt mich zu einem YouTube-Video. Leute. Was passiert hier? Es führt mich zu dem Video. Interview-07-. Ich zeig's euch mal. Es führt mich straight zu diesem Video, Freunde. Dieser Link, dieser QR-Code führt mich einfach zu diesem Video. Und man sieht hier Jackson. Der sieht ein bisschen aus wie Julian. Rusty Incorporated. Von wann ist das Video? Ein Monat alt. Jackson hat das gepostet. Jackson. Ist das der Bruder von Julian? Ey, da sind zwei Leute, die kommentiert haben. Das Video ist auf nicht gelistet. Also, krass. Und das hier, Freunde, ist die Werbung von dem Spiel. Vielleicht finden wir hier irgendwas raus. Okay. Yo, 98XX.
Das nice Teil. Alter. Oh. Ey, der hat ein Smiley gemalt. Boah, das war noch alte Technik, Alter. Ja, okay. Jumping Julian! Da ist es. Das ist der Werbespot. Okay. Kann man Jumping Julian nochmal spielen? Ja, es muss noch was geben. Es muss noch was geben. Das kann es nicht gewesen sein. Ich habe 3 Euro dafür ausgegeben. Das kann es nicht gewesen sein. Es soll nämlich ein Secret geben, Leute, in Jumping Julian. Ich weiß nicht, ob man hier out of... LOL! Ich habe ein Secret getriggert. Es hat geklappt. Ein Schlüssel. Okay, warum wird mir dann Schlüssel angezeigt? Bro, what's going on? Okay, das ist merkwürdig, ey. Das ist jetzt weird. Und der WC startet wieder neu. Hat sich irgendwas geändert? Ein Schlüssel. Okay, wir gehen sofort straight rein, Leute, wieder in Jumping Julian, unser Lieblingsspiel des Jahres. Let's go, rein da. Okay, da wären wir wieder im Spiel, Leute. Oh. Okay, diesmal springe ich nicht hier raus. Ich probiere es mal im zweiten Level, vielleicht klappt es da auch. Ah, da ist eine Lücke, Leute, da links. Direkt da, wo meine Facecam ist, by the way. So, wenn wir jetzt rausspringen... Oh mein Gott, ein Schloss. Warte, ich habe einen Schlüssel und da war ein Schloss. Okay, das ist schon merkwürdig. Alles klar. Okay, alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, Leute, jumpen wir jetzt einfach straight nochmal rein. Ich würde sagen, nochmal rein in Jumping Julian. Oh mein. Mir gefällt die Musik nicht. Wo bin ich hier? Ist das Five Nights at Freddy's? Kann ich irgendwas machen? Hä? Ich... Oh mein Gott, ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Hä? Das ist jetzt komisch. Ich kann den Punkt bewegen. Wo bin ich? Da ist der Schlüssel. Okay, ich habe einen Schlüssel aufgesammelt. LOL. Alter, ich weiß nicht. Ey, Retalk. Und das meine ich jetzt ganz, 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 ganz ernst. So sehe ich, wenn ich keine Kontaktlinsen trage. Das meine ich ernst. Also wirklich, das ist nicht so wirklich spaßig, wenn man damit ins Schwimmbad geht und einfach nichts sehen kann. Alter. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Nice. Perfekt. Muss ich hin? Das endet ja gar nicht. Wo ist denn das Ende? Ist das ein trauriger YouTube-Button? Soll ich dem nahe kommen? Oh mein Gott, mein Punkt ist verschwunden. Was passiert jetzt? Oh, es ist hell. Oh. It is finished. Es ist vollbracht. Okay. Ich glaube, wir haben das wahre Ende vom Spiel geschafft. Okay. Ich bin mir so sicher, es gibt noch einige Secrets rund um dieses Spiel, aber Alter. Das ist wirklich was Einzigartiges. So ein Windows XP Simulator. Das ist schon interessant. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr wissen wollt, ob wir noch andere Secrets herausfinden sollen. Und wenn ihr Skibidi Toilet noch sehen wollt, dann zerstört den Like- und Abo-Button. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.